Nach zweijähriger Bauzeit wurde der neue Sitz der Bundeskulturstiftung übergeben. So würde ganz nüchtern die Nachricht lauten, wäre es nicht ein besonderes Gebäude. Dass ein moderner Bau hier entstanden ist, der auch ja sehr energiesparend beispielsweise ist und damit auch vorbildlich ist, ist unsererseits zu begrüßen, denn August Hermann Franke hat vor 300 Jahren auch ganz innovativ gebaut. Und das Besondere ist natürlich auch an dem Ort im Ensemble der Frankschen Stiftung, neben dem Waisenhaus und gleichzeitig mit der Frage, wie geht man um in einer historischen Situation, neben den mittelalterlichen, jetzt wieder aufgebauten Gebäuden, beziehungsweise am Frankeplatz mit Hochstraße. Wie ist die architektonische Haltung und eben das gleichzeitige Herausheben, das Sichtbarmachen der Kulturstiftung einerseits und andererseits eben nicht zu dominant zu werden. An das neue Bild des Frankeplatzes wird man sich gewöhnen. Wichtiger ist, was in diesem Gebäude geleistet wird. Die Stiftung hat immerhin in ihren 10 Jahren mit mehr als 250 Millionen Euro schon 2000 Projekte gefördert. Das ist ein Katalysator auch für weitere Entwicklungen im Bereich der Kunst und zwar auch der künstlerischen Aktivitäten in der ganzen Breite.